So. Wir haben ja schon diverses Zeug und hier können wir ja mal ein bisschen Brot verkaufen beispielsweise. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Ektoplasma plus 1. Ah, da brauchen wir auch erstmal hier. Das ist alles Gigalizieren, ja. Ja, ja, so. Plus 5 Crit, das ist schon mal so gut. Sehr gut ist das, sehr gut. Und ich wollte euch nur den Tipp geben, einen Tipp. Hier gibt es ja diverse Ringe und da ist mir unter anderem ins Auge gefallen den hier. So, Moment, Moment, ich muss mal kurz überlegen, ob wir das so machen. Denn ich, bevor ich jetzt hier wieder mich irgendwo verhaspel, zeige ich euch erstmal den Trick, den ich euch nennen wollte. Kaufen wir uns einfach mal diesen Ring. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir uns viermal den Ring hier gekauft. Großes, größeres, grünes Amulett. Das ist aber für mich ein Ring. Ist ja auch egal. Aber auf alle Fälle, dieser Ring bringt uns 20% Schmiedekostenreduzierung. Und ich habe ja so viel Gold schon investiert, was mir eigentlich schon im Herzen sehr schmerzt. Ja, leider. Und deswegen wollte ich euch nur den Hinweis geben, solltet ihr das hier auch mal zocken wollen. Ja, okay, wir können jetzt hier nichts weiter machen. So. Einfach, bevor ihr zum Schmied geht, viermal die Ringe ausrüsten, weil ihr braucht sie nur viermal kaufen. Das ist das Schöne. Hier die Zieläpfel, die können wir auch verkaufen. Den Jäger haben wir ja schon abgeschlossen gehabt. So. Leider kann man nicht sagen, alle verkaufen, das ist das Problem dabei. So, hier den grünen Zielapfel können wir auch gleich mal verkaufen. So, jetzt hat der hier 80% Schmiedekostenreduzierung. Und jetzt können wir mal zum Schmied gehen mit dem werten Herrn. So, passen wir mal auf hier. 150, 60 Gold müssten wir hier investieren. Aber weil unser Schmied leider noch nicht... Du hast keinerlei Schleißsteine. Weil er leider noch nicht höher im Level ist, nur Level 3, können wir den natürlich nicht beauftragen, hier uns was für 60 hochzuschmieden. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel schon bei der Schurkenkleidung sagen, hier, pass mal auf, fertig schnüren, Mann, mach krass. So, der Gegenstand wurde bei ihm abgeliefert, fertig, super Sache. Jetzt haben wir dem auf alle Fälle schon mal eine schicke, tolle Rüstung besorgt. Und Waffe können wir leider noch nicht upgraden, aber wir können zumindest schon mal die... Was? Hat es nicht geklappt? Doch. Doch, muss doch geklappt haben, oder? Achso, aktuell, ja, jetzt hier steht es ja. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, weil der Skin sich nicht großartig verändert hat. So, jetzt hat man schon gehört. Kam leider nicht zu Rande, aber somit kann man auf alle Fälle Geld sparen. Also das wollte ich euch nur mal noch so an die Hand geben. Und jetzt, weil wir die Schmiedekosten erstmal nicht benötigen, die reduzierten, werden wir uns die Ringe, das Schöne ist ja auch unter anderem, dass die sich stacken. So, nehmen wir dem erstmal wieder die Ringe weg. Und hier, minus 1 Bedrohung für die Tonne, braucht man nicht. Kritischen Schaden. Auf alle Fälle. So. Was haben wir hier? 6 Magie. Hier, das kriegt er auch noch, den Ring. 10 Trefferpunkte. Magie. Ja, ziemlich poetisch. Okay. Plus 1 Angriff. Ah, ich weiß jetzt gerade nicht. Was können wir dem geben? Das Problem ist, wir haben leider nicht so viel Knete. Sonst könnten wir dem ja halt noch ein bisschen... bisschen mehr Zeug geben. Aber ist ja auch erstmal Snoopy. Snoopy ist uns das. Genau. So. Wo ist unsere Oma? Oma, da ist er. Plus 5 Trefferpoints. So. Da würde ich doch erstmal sagen, das Holzamulett kann sie mal gegen einen ordentlichen Ring austauschen. So, hier hat es 8 Trefferpunkte, hier hat es plus 4 Bedrohung und hier hat es nochmal 15 Trefferpunkte. Das ist auch schon mal sehr schön. Man könnte natürlich auch gucken. Oma, wie sieht es denn aus bei dir? Die Oma, die hat jetzt Trefferpunkte 205. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wenn wir jetzt auf den hier mal verzichten würden
Und dann uns mal hier dieses Stroh. Schützt vor Erdbeben und plus 5 zusätzliche Trefferpoints. Gucken wir mal, was besser kommt. Großmutter, warum hast du so große Augen? 209, also somit. Guck mal, wie war es davor? 205? 207. Also somit würde man da schon besser fahren. Dann tauschen wir das gleich mal aus und geben das vielleicht hier unserem werten Freund. Aha. Ist eigentlich auch Rille. Ne, brauchen wir eigentlich dem auch nicht geben. Hier, das Zeug können wir eigentlich auch verkaufen. So. Ja. Das Amulett, das verkaufen wir auch erstmal. Brauchen wir auch erstmal nicht. Das... Hier, Ektoplasma, das geben wir dem noch. Da hat er noch einen Angriff mehr. Nun gut. Also, das war jetzt bloß noch mal so am Rande, wie man sich da ein bisschen die Kosten sparen könnte. Und ja, jetzt reisen wir erstmal weiter. Oder rasten hier erst einmal. Rasten wir erstmal, ne? Bei dem hiesigen Wirtshaus. So, jetzt können wir hier eigentlich auch schon aufwachen. Frühstückszeit. Und reisen zu dem fliegenden Holländer. Denn man braucht ja auch immer ein bisschen Kleingeld, wenn man sich auf solche Reisen begibt. Und ich hoffe eigentlich darauf, dass wir da nochmal ein bisschen Knete bekommen. Zusammenbekommen durch diese Hauptquest. So kann man es ja auch wirklich nennen. Genau. Um den Gegenstand Fischer zu retten, müssen sie ja alle gehen. Naja, okay, das ist uns auch bewusst. Und dann geht's auch gleich los. Betäubungsschlag, zack. Und das kann ich euch auch empfehlen. Gebt dem werten Choken und dem werten Bogenschützen, gebt den einfach nur das Zeug von wegen kritischen Treffer. Denn das ist wahres Gold wert. Aber wie schon gesagt, wir haben leider nicht genug Knete, sonst würde ich den nämlich auch schon mal equippen. Denn, weil das ist mit unser Haupt-Damage-Dealer, so würde ich das schon ausdrücken. Weil auf die beiden Pfeifen hier kann man ja nicht so wirklich bauen. Auch wenn ich den IT eingehend so gelobt hatte durch diesen Meteorschlag, der mich so fasziniert hatte. Aber ihr seht ja schon, mit einem Schlag, mit einer Kopfnuss betäubt und dann unter anderem nochmal erstmal 105 Damage gemacht, ja? Also auf einen Schlag. Das ist so geil! So krass ist das, Mann! Also, schon eine tolle Sache. Okay, der ist down. Ja, der ist auch down. Und hier gucken wir auch nochmal ganz normal reingeknallt. Victory, 28 Gold, Schleim haben wir bekommen. Hier eine Schwäche. Oh, reingeschwächt. Und zack, zack. Feuerball. So. Bam! Catch this! Penner! Bam! Okay, jetzt sind wir schon im dritten und letzten Kampf. Hier haben wir nur 16 Gold bekommen und da haben wir den Campen. Campen blauer Spur. Ja. So. Zack. Leider ist mir hier noch kein Easter Egg aufgefallen, so im Hintergrund oder so. Leider. Aber das ist halt The Flying Dutchman. Von Davy Jones. So. Zack. Und zack. So, hier auch nochmal ein Feuerball. Ach komm. Geile Sache. Das war Godzilla. So, 20 Gold hat nur Godzilla dabei gehabt. Wir haben ihn wohl gefunden. Was? Er scheint nicht mal am Leben zu sein. Fischer. Ich bin der Geist des Fischers. Da ihr hierher gekommen seid, um zu helfen, werde ich euch Neuigkeiten überbringen. Ihr müsst euch zum Inseltempel begeben. Was ihr sucht, befindet sich dort. Und es geschieht gerade in diesem Moment. Danke, Fischer. Schade, dass wir dich nicht rechtzeitig herausholen konnten. Los geht's. Das tote Ding hat euch gerade eben gesagt, dass ihr den Inseltempel besuchen müsst. Glaubst du jetzt auch noch an Geister? Hab ich immer.
Ich glaube, da stand. Glaubt ihr jetzt immer noch nicht an Geister? Habe ich immer. Wir müssen absolut jeden Hinweis nachgehen. Begebt euch zum Inseltempel. So, da schauen wir gleich mal nach. Und da unten ist er auch schon. Dafür sollten wir Stufe 19 sein. Im Durchschnitt unserer Einheiten. Und ich glaube, das sind wir. Ja. Der Schwächste ist Stufe 20. Und der ist auch mit der Stärkste. Als ihr den Inseltempel erreicht, ist der Magier gerade genau damit beschäftigt, wovon der König sprach. Dieses Mal gibt es keinen Stein der Finsternis. Der Hüter des Inseltempels ist tot und der Magier entzieht dem Artefakt aus dem Inseltempel die Energie. Würfelt mal jemand auf Wahrnehmung. Würfel, Wahrnehmung. Guter Wurf. Vielleicht war der Stein der Finsternis, von dem euch der König erzählt hat, ja, das Artefakt aus dem Waldtempel. Kein Wunder, dass der kleine Stein der Finsternis nicht preisgeben. Lass uns etwas unternehmen. Wir müssen ihn aufhalten. Okay. Genau. Ich schreie den schwarzen Magier an. Hey! Aufhören! Schwarzer Magier, ihr Narren! Worte allein werden mich niemals aufhalten. Egal, du willst das verbotene Ritual vollführen. Das können wir nicht zulassen. Hör sofort auf damit! Schwarzer Magier, närrischer Abenteurer. Versteht ihr es denn nicht? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Das werden wir ja gleich sehen. Ihr könnt doch nichts aufhalten, das bereits geschehen ist. Der schwarze Magier wirft seinen Stab zu Boden und bewegt die Hände, als würde er einen mächtigen Zauber wirken. Angriff! Vaskor Bor. Oh mein Gott. Arr. Aua, das tut weh, sehr weh. Wir haben kurzzeitig die Kontrolle über das Abenteuer verloren. Wir befinden uns wieder im Schlafzimmer. Der Magier hat einen Energiewirbel beschworen, der alle ohnmächtig werden ließ. Habt ihr es wirklich im wirklichen Leben gespürt? Er verschwindet, während wir uns vor Schmerzen krümmen. Hust, hust. Anscheinend ist dieser schwarze Magier schon fast so weit, zwischen den Welten zu reisen. Das ist Wahnsinn! Ich hätte keinen Angriff auf ihn befohlen, wenn ich diese Schmerzen im wirklichen Leben spüren würde. Dieses Spiel wird derart ernst, dass es mich irgendwie an diesen Film erinnert. Jumanji! Anscheinend hat uns irgendwas alle umgehauen. Also wir sind im Yogadorf? An diesem Ort kann ich mich nicht erinnern. Sonderbare Gestalt. Entschuldigt, ich habe euch beim Fischer auf der Hoher See gefunden und euch alle hierher ins Yogadorf gebracht. Schon wieder in diesem genau, das ist ja die aus dem Anfang, die uns da auch aus dem Kerker geholt hatte. Sonderbare Gestalt, keine Sorge, für Notfälle wie diese bin ich ja da. Jetzt sollte ich euch aber eure Abenteuer fortsetzen lassen. So, die sonderbare verhüllte Gestalt ist spurlos im Schatten verschwunden. Perfekt, okay, und jetzt hier? Also dann, willkommen im Yogadorf. Quest geschafft, 150 Gold und der zweite Ring. Wunderbar. So, und hier haben wir jetzt auch alle nochmal ein Level up. Hier können wir dem ja auch natürlich erstmal den passiven Skill nochmal ein bisschen näher bringen, dass der mehr Stärke hat. Der werden wir jetzt auch nochmal hier Andacht hochhauen. Dem werden wir hier, ich habe geplant, hier einen Schlag hochhauen und hier Feuerball. Genau. So, jetzt machen wir aus unserem werten Freund, dem Magier, noch einen Ringgeist. Jetzt kriegt er hier auch mal einen tollen Ring, sodass er ein bisschen mehr Lebenspunkte hat und unter anderem auch eine Mana-Regeneration, eine erhöhtere. Und ja, Trefferpunkte, Magie, ja genau, hat einen höheren Mana-Pool, das ist eine schöne Sache. Eine ethische Flüssigkeit regeneriert ein HP und ein Mana-Point, okay. So, gucken wir mal. Jetzt sind wir bei 248 Euro Goldmünzen, ja, euronische Goldmünzen und schauen mal, können wir denn was damit anfangen? Weil ich würde ja eigentlich liebend gerne... ich wollte eigentlich uns noch sowas besorgen wie... ja, wie soll ich das sagen?
Ich schau mal eben, ich wollte unseren Schurken noch ein bisschen hochpowern.